wie man Gott etwas leiht. Sprüche, Kapitel 11, Verse 24 und 25. Einer teilt reichlich aus und hat immer mehr. Ein anderer kargt, wo er nicht soll, und wird doch ärmer. Wer reichlich gibt, wird gelabt, und wer reichlich tränkt, der wird auch getränkt werden. Was wir tun oder nicht tun, kommt irgendwann und irgendwie auf uns zurück. Darum sollten wir auch das Böse meiden und das Gute tun, solange wir noch Zeit und Gelegenheit dazu haben. In Galater Kapitel 6, Verse 7 bis 10 heißt es entsprechend: Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Manchmal verhalten wir uns aus Angst, etwas zu verlieren, entgegen unserer Möglichkeiten. Aber dazu besteht meist kein Anlass, denn Gott vergisst nicht, was wir Gutes tun. In Sprüche 19,17 steht: Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn, und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat. Und arm sind wir ja in gewisser Hinsicht irgendwo, irgendwann ja immer. Und alle, oder? Positive Dinge, zu denen wir im Grunde auch durchaus geneigt sind, sollten wir dann auch, so viel an uns liegt, in die Tat umsetzen und die Gelegenheiten auch wahrnehmen und nutzen. Liebe oder Hilfe nur in Gedanken nützt keinem etwas. Paulus schreibt in dem Zusammenhang der Gemeinde in Korinth: Nun aber vollbringt auch das Tun, damit, wie ihr geneigt seid zu wollen, ihr auch geneigt seid zu vollbringen, nach dem Maß dessen, was ihr habt. Denn wenn der gute Wille da ist, so ist er willkommen, nach dem, was einer hat, nicht nach dem, was er nicht hat. 2. Korinther 8, 11 bis 12. Wir werden also nicht überfordert oder werden dazu gedrängt oder genötigt, irgendetwas zu tun oder zu geben, was wir nicht haben und nicht sind. Unser guter Wille, verbunden mit dem, was wir haben und tun können, ist etwas Gutes und Erbauliches und sicherlich nicht unwillkommen. Dem sollten wir uns, wie gelesen, nicht verweigern. In Sprüche 3, Verse 27 bis 35 steht: Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag. Sprich nicht zu deinem Nächsten: Geh hin und komm wieder, morgen will ich dir geben, wenn du es doch hast. Trachte nicht nach Bösem gegen deinen Nächsten, der arglos bei dir wohnt. Geh nicht mutwillig mit jemand vor Gericht, wenn er dir kein Leid getan hat. Sei nicht neidisch auf den Gewalttätigen und erwähle seiner Wege keinen, denn wer auf Abwegen geht, ist dem Herrn ein Greuel, aber den Aufrechten ist er Freund. Im Hause des Frevlers ist der Fluch des Herrn, aber das Haus der Gerechten wird gesegnet. Er wird der Spötter spotten, aber den Demütigen wird er Gnade geben. Die Weisen werden Ehre erben, aber die Toren werden Schande davontragen. Wenn jemand etwas nicht hat und kann und dennoch meint, etwas tun zu müssen, macht er nur leere Versprechungen, disqualifiziert sich selbst und offenbart mehr Schein als Sein. Arm zu sein, wenn es so ist, ist keine Schande, aber auch ein Armer kann zu Stolz und Hochmut neigen, indem er beispielsweise sich nicht helfen und dienen lassen will von jemandem, der es besser kann und die Möglichkeiten hat und es tatsächlich gut meint. Auch so etwas gibt es. Es geht hier sicherlich nicht nur um materielle Dinge wie Geld, Nahrung und Kleider, sondern ebenso um andere Dinge, die man hat und weitergeben, einsetzen sowie zum Guten und Erbaulichen verwenden kann. Nicht zuletzt die geistlichen Gaben, die einer hat. So manche Begegnung in unserem Leben und Alltag ist kein Zufall. Petrus schreibt in seinem ersten Brief hierzu Folgendes:
und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er's rede als Gottes Wort, wenn jemand dient, dass er's tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 1. Petrus 4, 10 und 11. Wir Menschen verhalten uns manchmal etwas merkwürdig, und auch die Christen sind davon nicht ausgenommen. So mancher stellt sich arm, untalentiert und unwissend, obwohl er das nicht ist, und wieder andere halten sich für reich und begabt und haben nichts davon. In Sprüche 13, Verse 4 bis 11 steht: Der Faule begehrt und kriegt's doch nicht, aber die Fleißigen kriegen genug. Der Gerechte ist der Lüge Feind, aber der Frevler handelt schimpflich und schändlich. Die Gerechtigkeit behütet den Unschuldigen, aber die Gottlosigkeit bringt den Sünder zu Fall. Mancher stellt sich reich und hat nichts, und mancher stellt sich arm und hat großes Gut. Mit Reichtum muss mancher sein Leben erkaufen, aber ein Armer bekommt keine Drohung zu hören. Das Licht der Gerechten brennt fröhlich, aber die Leuchte der Frevler wird verlöschen. Unter den Übermütigen ist immer Streit, aber Weisheit ist bei denen, die sich raten lassen. Hastig errafft es Gut, zerrinnt, wer aber ruhig sammelt, bekommt immer mehr. Was für Motive und verdrehte Denkweisen hinter manchem Verhalten stecken, mag jeder selbst überdenken. Jedenfalls warnt uns die Bibel vor der Sünde der Habgier und stellt zudem fest, dass niemand davon lebt, dass er viele Güter hat, und ich behaupte mal auch nicht davon, dass er sie nicht hat. Lukas 12, 15. Geben ist auf jeden Fall stets seliger als nehmen. Apostelgeschichte 20, 35. Gott gibt tatsächlich jedermann gerne, nicht nur Weisheit, Jakobus 1, 5. Sondern auch immer mehr, als wir selbst bereit sind, anderen zu geben, wenn es uns möglich ist. Und wenn uns dabei Gottes Ehre wichtiger ist als unsere eigene Ehre, dann dürfen wir das auch zur Ermutigung und als Zeugnis vor anderen zeigen, dass wir bereit sind, nicht stets und vor allem unsere Bequemlichkeit und Ruhe zu suchen, wenn es etwas gibt, was ich einem anderen jetzt und hier Gutes tun kann, weil der es nötig hat. In Markus Kapitel 4, Verse 21 bis 25 steht: Und er sprach zu ihnen: Zündet man denn ein Licht an, um es unter den Scheffel oder unter die Bank zu setzen, und nicht, um es auf den Leuchter zu setzen? Denn es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werden soll, und ist nichts geheim, das nicht an den Tag kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und er sprach zu ihnen: Seht zu, was ihr hört. Mit welchem Maß ihr messt, wird man euch zumessen, und man wird euch noch dazugeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, dem wird man auch das nehmen, was er hat. Nach den Maßstäben der Welt geht so etwas gar nicht, oder wäre mindestens naiv und schädlich. Aber wir sind nicht nur Christen geworden, weil wir Vergebung unserer Sünden brauchten und haben wollten und in Jesus Christus finden durften, sondern auch darum, weil wir anders sein wollen und nicht nur von Liebe und Gnade reden, sondern es bei Gelegenheit auch praktisch zeigen wollen, indem wir an jedermann Gutes tun, wie auch immer. Der Arzt Lukas schreibt in seinem Evangelium im Geiste Jesu in Lukas 6, 38: Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Gerade jetzt, wo viel Unsicherheit in der Gesellschaft vorherrscht, die politische Lage schwierig ist, die Währung wackelt und alles teurer wird und man zum Sparen aufgefordert wird und auch sich Vorräte anzulegen für harte Zeiten, die man erwartet, sollten wir als Christen zusehen, auch anderen, hilfsbedürftigen und armen Menschen unter die Arme zu greifen, wenn wir es können. Und wie gesagt, geht das durchaus auch durch ein gutes Wort, durch Anteilnahme, Gebet, Fürbitte und Zeit, die man sich füreinander einfach mal nimmt.
Auch Gastfreundschaft wäre so eine Sache, die in der Bibel gut geheißen wird. In Römer Kapitel 12, Verse 13 bis 16 schreibt der Apostel Paulus: Die Liebe sei ohne falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem andern mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet, nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft, segnet, die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht, freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden, seid eines Sinnes untereinander. Gott segne euch.